Hallo und einen fantastischen guten Morgen hier aus St. Lucia. Morgen. Wir haben es geschafft und sind tatsächlich irgendwie die über 600 Kilometer vom Krugerpark hierher gefahren. Aber hat nur 11,5 Stunden oder so gebraucht. Ey, wir waren brutal lange unterwegs. Wir Straße. Sind um 7 Uhr morgens los und waren gestern um 6, glaube ich, hier. Um 18 Uhr dann hier. Die Straßenverhältnisse sind mal mittelmäßig, würde ich mal sagen. Mal schlecht. Das sollte man auf jeden Fall mit einberechnen, weil es wirklich extrem viele große Löcher in den Straßen gibt und man nicht jetzt einfach durchbrettern kann. Und dann gibt es da auch das lustige Spiel auf den Straßen, LKWs überholen. Aber die Straßen sind halt nur One-Way. Also es gibt eine Strecke hin und eine Fahrbahn auf die andere Seite. Das heißt, es ist echt purer Nervenkitzel permanent, da die LKWs zu überholen mit insgesamt 5 anderen PKWs. Ja, jetzt sind wir auf jeden Fall hier angekommen. Das Wetter ist Bombe, blauer Himmel. Und wir haben hier eine mega geile Unterkunft. Das kostet, glaube ich, 60 Euro die Nacht, oder? Ja. Wenn ich mal bedenke, was man für 60 Euro die Nacht in Deutschland bekommt, ist das... Welche Schlafzimmer haben wir hier? Wir haben ein Haus. Ja, haben wir. Wir haben einfach mal ein Haus. Wir machen mal eine kleine Roomtour. Oh ja. So, hier ist jetzt schon mal... Unser erster Außenbereich mit Grill, alles am Start. Gehen wir mal rein. Kommt rein in die gute Stube. Unsere Küche, Herd, Backofen, alles hier, große Theke, Kühlschrank. Jetzt Wohnzimmer mit Couch, wo man sich Unser zweiter Außenbereich mit Palmen, Grill, Tisch, wieder alles hier am Start. Nur hier einmal das ungenutzte Schlafzimmer mit nur 3 Betten. Dann hier der Master Bedroom. Und hier unser geiles Bett. Yes. Ja, also ihr seht, uns geht's gut hier in St. Lucia. Und jetzt geht's ab zum Beach. Beach time. Das hatten wir jetzt auch noch nicht, dass wir so viele Tiere auf einer Warntafel. Bis jetzt in Australien hatten wir ja eher Haie und Krokodile. Dazugekommen ist ein Hippo und eine Hyäne. Ja. Vorsicht ist geboten. Der Strand ist riesig, ist so geil. Ja, mega fett. Richtig schön hier. Hand in hand, building castles out of sand, reaching for the grand. Das ist fantastisch. Hello again! Hello! Party People! Safari People! Ja, Safari People. Ja, wir fahren heute durch den Easy Mangaliso. Easy Mangaliso. Mangaliso. Easy Mangaliso National Park. Hier in St. Lucia.
Das Besondere hier gibt es ganz viele Hippos, Krokodile und aber auch Zebras und Warzenschweine haben wir gerade gesehen. Ja, drüben sind die Schlangen. Ja. Und gucken wir mal, was wir heute hier alle so sehen. Ja. Wir laufen jetzt mal zu einem Lookout hoch bei den Mission Rocks und hier darf man aus dem Auto aussteigen und dann einen kleinen Trail laufen. Aber da stehen da immer die Schilder at your own risk und also mich macht das schon nervös, weil es hier jetzt keinen Schutz gibt mit einem Zaun und kein Ranger mit einer Knarre. Habe ich schon echt Respekt vor. Entdeckt. Alex, was dachtest du, was es ist? Na so, aus der Ferne. Ich dachte, es wäre ein Hippo. Aber es ist ein Kudu. Let's not talk about you.
been one or two since I ran in.